Ich möchte kurz etwas zum ehrlichen Mitteilen erzählen. Das ist eine Methode, die habe ich beim Traumatherapeuten Gopal Norbert Klein gefunden. Der spricht auf seinem YouTube-Kanal ganz viel über dieses Thema und beschreibt es auch sehr genau. Und zwar geht es darum, dass man in der Kommunikation mit nahen Personen mitteilt, was man in diesem Moment auf drei Ebenen empfindet und wahrnimmt. Und zwar auf der Körperebene, was empfinde ich momentan in meinem Körper, welche Körperempfindungen habe ich. Auf der Gefühlsebene, welche Gefühle kann ich wahrnehmen. Und auf der Gedankenebene, welche Gedanken kommen mir in den Kopf, welche Gedanken denkt mein Kopf in diesem Moment. Ja, was bringt das? Also erstens einmal klingt das ja eigentlich total einfach und man denkt sich, macht man das vielleicht nicht eh öfter, aber es ist so, wenn man sich das genauer anschaut und mal versucht, merkt man, dass das doch eine sehr ungewohnte Art ist zu kommunizieren und es entsteht Nähe dadurch. Also der Gopal empfiehlt es, mit nahestehenden Personen zu üben und ja, es entsteht ein Gefühl der Sicherheit im Nervensystem, wenn man eben das mitteilt, was wirklich da ist. Und es kommt dadurch zu einer Regulation im Nervensystem und die befähigt einem eigentlich dazu, also sein Leben so richtig zu leben. Also wenn man sich ehrlich mitteilt, dann tritt man mit dem anderen in Kontakt mit dem, was wirklich bei einem da ist. Und ja, dadurch entsteht einfach eine ganz ungewohnte Nähe und Verbindung. Also es gibt auf dem YouTube-Kanal von Gopal und auch auf der Webseite ganz viele Infos dazu und auch Erklärungen. Was mir noch wichtig ist zu beschreiben oder was ich auch erst lernen muss oder musste, währenddem ich das übe, dass man das eben also beschreibend formuliert und nicht als Vorwurf oder Attacke oder mit einer emotionalen Ladung. Und eigentlich auch ohne Auftrag an den anderen, dass er irgendwas verändern muss oder irgendwie einem dann irgendwie helfen muss, sondern das Wichtige ist eigentlich nur, dass man es mitteilt und dass der andere hört. Und das macht was in dem, wie man miteinander in Verbindung ist und es macht was mit dem Nervensystem von dem, der erzählt und sich mitteilt. Und ich glaube auch, im Nervensystem des anderen, bin ich mir aber jetzt nicht ganz sicher. Ja, und was da dahinter steht, ist eben, dass man davon ausgeht, dass wir halt in der Kindheit, im Laufe der Kindheit einfach gemerkt haben, okay, in meinem Umfeld ist das oder das mitzuteilen einfach nicht erwünscht oder nicht möglich. Und man reguliert sich dann irgendwie so, dass man das halt dann nicht mehr mitteilt und bei sich behält. Und dadurch werden auch verschiedene Energien gestaut, entstehen Blockaden. Und ein weiterer Punkt ist noch, den ich spannend finde. Man wird ja in einer bestimmten Art und Weise einfach geprägt von seinem Umfeld in der Kindheit. Und man denkt sich dann im Laufe des Lebens eigentlich immer noch, dass die Welt so ist, wie sie in der Kindheit war. Man reinszeniert die Kindheit dann einfach immer wieder in jedem Umfeld, in dem man dann halt ist in seinem Leben. Und das kann man halt durchbrechen, indem man sich ehrlich mitteilt, indem man das einfach ausprobiert. Und der Punkt ist, dass man dann neue Erfahrungen machen kann. Also man kann zum Beispiel erfahren, dass mit dem oder dem Menschen es sehr wohl möglich ist zu sagen, was weiß ich, dass man Angst hat oder dass man irgendwas nicht will, dass man einfach seine Bedürfnisse ausdrückt und man macht neue Erfahrungen und es kann langsam dann sich festigen in einem, dass eben mehrere Möglichkeiten gibt und dass das, was bei mir da ist, einfach Raum haben darf, also dass ich eigentlich sein darf. Ja, so würde ich das jetzt einmal zusammenfassen. Vielleicht fallen mir noch ein paar Ergänzungen ein.